Danke, Stefan. Guten Abend, danke, dass so viele zahlreich erschienen sind. Liebes MetaLab, ich war lange nicht mehr hier, aber es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Ich würde gerne heute über eine feministische Perspektive auf Hacken sprechen und als erstes mal klären, was für mich Feminismus heißt. Also ich bezeichne mich als Feministin, was heutzutage vielleicht jüngere, sich als Frauen bezeichnende Menschen nicht tun. Also Feminismus heißt für mich zu bekämpfen, dass Menschen, die sich als Frauen bezeichnen, in der Wirtschaft ausgeschlossen sind, in der Politik an den Spitzenstellen ausgeschlossen sind und in anderen sehr wichtigen gesellschaftspolitischen Bereichen ausgeschlossen sind. Zum Beispiel war heute im Standard, dass 7% der Bürgermeister Bürgermeisterinnen sind, so ziemlich wenig ist. Es ist auch bei Unternehmen so, dass in den 36 der größten 200 Unternehmen in Österreich Frauen im Vorstand sitzen, was auch ziemlich wenig ist. Und auch im Development-Bereich von Technologie, auch in einem sehr wichtigen Teil der Gesellschaft, der sehr viel Einfluss hat und Macht auf die Art, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, sind nur 28% Frauen oder Menschen, die sich als Frauen definieren. Und überraschenderweise in dem Bereich, wo wir drinnen sind, wo wir eigentlich sehr idealistisch sind und versuchen, möglichst offen zu sein und eigentlich eine bessere Situation schaffen wollen, sind es gar nur 1,5% Entwicklerinnen. Tja, also der erste Teil meines Talks wird ziemlich viel Rant sein und Jammerei, ich bin eine Wienerin. Also, aber die Hälfte, dann, die Hälfte nach diesem Gespräch wird es gibt ein Happy End. Okay, also leider auch Wikipedia, diese offene Plattform, hat nur 1% Transgender-Personen und nur 9% weibliche Entwicklerinnen. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum gibt es so wenig Programmiererinnen, Hackerinnen, Künstlerinnen, die man mitkriegt an Machtpositionen, an Schaltstellen, im öffentlichen Raum, in der Öffentlichkeit? Es muss irgendwie eine Art von Selbstzensur geben oder unsichtbare Zäsur, die offiziell nicht festgelegt ist, weil Open Source Entwicklerin kann ja eigentlich eh jede werden. Warum machen sie es dann nicht quasi? Und es gibt eine Frau, die eigentlich eine Transgender-Person ist, namens Judith Butler. Wer kennt Judith Butler? Wow. Super. Und Judith Butler hat gemeint, dass man seine eigene Identität, seine eigene Subjektposition, also das nicht bestimmen kann, sondern wer man ist, wird definiert über die Menschen, mit denen man abhängt, mit denen man arbeitet, mit denen man sich auf den Buckel haut. Und man kann eigentlich die eigene Situation, das eigene Ich dadurch am meisten verändern, dass man bestimmt, mit wem man sich auf den Buckel haut, mit wem man sich beschäftigt. Und sie sagt, dass die Art, wie wir unser Geschlecht leben, eigentlich eine Inszenierung ist, wie auf einer Bühne. Also, dass eigentlich Geschlecht nicht etwas Angeborenes ist, was auch schon Simone de Beauvoir gesagt hat, sondern das Geschlecht, das ist, was wir lernen. Also schon im Kindergarten, dass wir lernen, so wirst du, gehst du durch als Mann und so gehst du durch als Frau, wenn du das und das tust. Also sie nennt das Gender Performance. Und nach meiner Theorie sind gerade Hackerspaces eigentlich ein Ort, wo sehr viel männliche Gender-Performance passiert. Also das, was wir in unserer Gesellschaft erlernen, dass Männlichkeit bedeutet, nämlich, dass man mit Technik spielt, dass man mit Dingen spielt, die irgendwie schwarz oder blau sind und viereckig sind, oder dass man schweißt, Netzwerkadministration macht, Lasercuttet. Diese Dinge sind bei uns gespeichert, kulturell als männlich konnotiert. Und es gibt natürlich Leute, die das nicht so sehen und das ändern wollen. Und diese Menschen haben verschiedene Dinge sich ausgedacht in den letzten Jahren. Und ich möchte ein paar vorstellen. Also eins davon ist Pink Hardware. Es hat ein paar Leute gegeben, wie zum Beispiel dieses Sakura Board in Japan, gesagt haben, okay, es gibt wenige Hardware-Hackerinnen, machen wir was, was die anspricht, die weibliche Menschen anspricht, indem es möglichst weiblich ist. Also mit Kirschblüten und Rosa. Und es gibt auch von Lia Bückli die tolle Idee, etwas mit Open Hardware zu machen, was aber gleichzeitig klassisch weibliche, traditionelle Handwerksarbeit wie Nähen und Stricken und Häkeln mit Open Hardware-Entwicklung kombiniert. Also hier das Lilipad, kennt wahrscheinlich alle das Lilipad. Und das Witzige ist, wenn ich in Workshops mit diesen pinken Hardware-Boards, Mikrocontrollern gearbeitet habe, war es oft so, dass die Leute, egal ob
männlich, weiblich, transgender oder was auch immer für ein Gender, immer angenommen haben, dass das Rosene leichter ist. Also sie wollten eigentlich alle immer mit dem Rosenen anfangen, weil sie gedacht haben, das ist schneller zu erlernen. Ich meine, das Witzige ist, dass eigentlich der Arduino viel simpler ist und leichter zu erlernen als das Sakura-Board und auch weniger drauf hat eigentlich. Aber es war eigentlich international so, auch in Taiwan oder in Indonesien oder in den USA so, dass die Leute eher zu den rosa Sachen gegriffen haben, in der Annahme, dass weiblich oder feminin irgendwie auch lieber, kleiner und simpler ist. Also das finde ich ist keine gute Variante mit dieser Verweiblichung, dass man nochmal reproduziert das, was unter weiblich verstanden wird und dann leider diesen ganzen Abfall von Unterschätzung mitnimmt in der Reproduktion. Und deswegen finde ich eine andere Strategie ein bisschen besser, nämlich Separatismus, das heißt eine gewisse temporäre strategische Abspaltung. Das heißt Leute, die sich als Frauen definieren, gründen ihre eigenen Räume. Es gibt international relativ viele feministische Hackerspaces mittlerweile. Zum Beispiel Double Union in San Francisco oder Flux auch in den USA oder Seattle Attic in Seattle. Dann Miss Balzers Laboratory in Wien, unser feministischer Hackerspace. Meistens haben diese Spaces einen eigenen Code of Conduct. Das heißt, es gibt eine gewisse Einigung darüber, wie man respektvoll miteinander umgeht, was es für Möglichkeiten gibt, genannt zu werden oder behandelt zu werden und was bestimmt nicht akzeptiert wird. Es gibt auch viele Teams oder Organisationen, die jetzt extra für Mädchen programmieren und so anbieten, da bin ich auch eher kritisch, weil die auch oft wieder dieses, ja, wir bringen Frauen in die Wirtschaft und sie dürfen dort noch weiblicher sein, aber sie programmieren halt irgendwie reproduzieren, was nicht das ist, was feministische Hackerspaces wollen, weil sie ihren autonomen, anarchistischen Zugang haben. Aber es gibt von denen sehr viele, also Rails Girls, Ice Cairo ist ein feministischer Raum in Ägypten oder Take Back the Tech in Südafrika, versuchen sehr viel online Sexual Harassment zu benennen, aber sind halt alle sehr industriell ausgerichtet. Ein anderer Hackerspace ist Hacker Moms in Kalifornien, die versuchen, die Kinder genauso zu Hackern zu erziehen, während die Mütter nebenan hacken. Das ist eine ganz nette Idee, weil die meisten Frauen ja zu Hause bleiben müssen wegen den Kindern, aber wenn die Kinder irgendwo beschäftigt sind und hacken lernen, haben die Frauen wieder ein bisschen Zeit, um selbst ihre Projekte zu machen. Das versuchen wir in unserem Space auch zu machen. Wir haben ein Kindermädchen, das oft aufspaßt auf unsere Kinder, während wir an Projekten arbeiten. Und dann gibt es in Indonesien XX Lab, die letztens für Briggs als Elektronika eine Honorary Mention als Digital Communities erhalten haben, die sehr coole Projekte im Bereich Biohacking machen. Und dann gibt es FemHack in Kanada, in Montreal, die auch letztes Jahr ein Trans-Fem-Hack-Fest, Fem-Crypt-Fest gemacht haben. Also man sieht, das ist etwas einfach, wofür die Zeit reif ist. Also die Hacker-Szene ist groß genug, um sich irgendwie auszudifferenzieren und bestimmten Bedürfnissen nachzugehen. Und auch in Spanien gibt es einen eher Punk-Rock-Raum, der heißt Patch Blender, die sehr viel mit Gynäkologie sich beschäftigen und wie Frauen über diese gynäkologischen Tools irgendwie wieder Macht über den eigenen Körper kriegen können und Medizin nicht so ausgeliefert sind. Ja, also all diese Räume finde ich sehr gut, aber und ich selbst habe einen mitbegründet, weil ich sehr wichtig finde, dass es einige Zeit so ein safer Space gibt, wo man einfach alles sagen kann. Und es gibt dann halt die wildesten Workshops, die man vielleicht in einem normalen Hackerspace nicht hätte, über den weiblichen Orgasmus oder Sex-Toys und Dinge, die halt irgendwie intimer sind, die man dann vielleicht nicht vor alten, bekannten männlichen Kollegen besprechen will, sondern eher mit Freundinnen. Aber auf die Dauer, glaube ich, ist es halt auch keine Lösung, sondern eher nur so ein Übergangsbubble, um Leute mal aus ihrer Gender-Performance rauszuwerfen und mit neuen Gender-Performances experimentieren zu lassen. Was ich glaube, was schon ein Modell sein könnte, das funktioniert, ist eine raumbasierte Gesellschaft, was in vielen nicht-westlichen Communities gelebt wird, dass die Leute, die bei einem Raum dabei sind, dazugehören. Also wenn jetzt Migranten kommen aus Syrien, die hätten ein Wahlrecht zum Beispiel sofort. Oder wenn jemand in einem Raum
sich aufhält, dann hätte er oder sie sofort die Möglichkeit, alles mitzubestimmen. Und diese Art von Inklusivität bringt natürlich auch andere Schwierigkeiten. Und deswegen haben, also ich, speziell habe ich das miterlebt in einer Gemeinschaft in Sumatra, in Indonesien, die heißt Minangkabau. Und die haben diese Art von System, wo die Leute, die in einem Raum sind, die können mitbestimmen. Und Gemeinschaften bestehen da halt nicht nur aus Freunden und Freundesfreunden, sondern es werden auch Leute, die fremd sind, adoptiert und kriegen quasi einen Mentor, eine Mentorin, die sie ständig begleitet und unterstützt, wirklich ihren Standpunkt vertreten zu können in einem Raum. Ja, und Idealzustand wäre dann, dass alle möglichst entspannt miteinander hacken können und arbeiten können, expandieren können, zweckentfremden können. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Aus diesen ganzen verschiedenen Kollektiven, die ich da besucht habe in Workshops und diesen verschiedenen Ansätzen über Inklusivität, habe ich dann versucht, so eine neue Ethik, Hackerinnen-Ethik, rauszukristallisieren. Dass nämlich die Subjektposition von Menschen im Raum keine Rolle spielt darüber, ob sie Teil sind oder nicht, sondern nur ihre reine Präsenz. Das heißt, ich muss nicht programmieren können, ich muss nicht so und so ausschauen, so und so alt sein, ich muss nicht den und den Hintergrund haben oder die und die Sprache sprechen, sondern in dem Moment, wo ich auftauche im Raum, muss ich wahrgenommen und ernst genommen werden. Dann, was dann sehr wichtig wird im Raum, ist, dass man so Rituale hat und so Dinge wie gemeinsam kochen oder gemeinsam hacken, Hackathon, also die Leute hineinholen in so einen Rhythmus und in so ein gemeinschaftliches Praktizieren. Das finde ich sehr wichtig. Und was auch noch wichtig ist, dass dann dieser Raum gefeiert wird. Wenn Menschen nämlich zusammenkommen und eigentlich sonst nichts haben, was sich verbindet, außer dass sie in einem Raum sind, dann muss dieser Raum zelebriert werden als Gemeinsamkeit, als einzige Gemeinsamkeit, um diese Gruppe irgendwie vor Konflikten zu schützen. Ansonsten, glaube ich, wird eine raumbasierte Gesellschaft, wie ich jetzt vorstelle, ziemlich bald durch diese Unterschiede zerfetzt werden und pulverisiert werden. Ich glaube, wenn eine Gruppe sich aber durch Feste und Rituale und durch diese Inklusivität einmal so zusammengerottet hat, dann glaube ich, ist es sehr wichtig für die, wie ich schon vorher von Judith Butler erwähnt habe, Bestimmung über deinen eigenen Charakter und deine eigene Subjektposition, die ja, wie wir vorher erwähnt haben, über die Leute definiert wird, mit denen man abhängt und mit denen man sich auf einen Wackel haut. Also solche Echo-Chambers gibt es dann nicht mehr. Wobei man natürlich dann mit Dingen konfrontiert wird, mit denen man vielleicht nicht so schnell zurechtkommt, wie man im MetaLab immer wieder sieht und bei vielen Hackerspaces immer wieder sieht, dass dann Dinge, die in anderen Gesellschaftsteilen, Menschen, die in anderen Gesellschaftsräumen ausgeschlossen werden, Menschen mit Behinderungen, psychischen Krisen oder nach Todesfällen oder in Depressionen oder Arbeitslosigkeit, was auch immer, die woanders vielleicht wegfallen und nicht mehr gesehen werden, die kommen in Hackerspaces immer wieder und sind da. Und deswegen kann eine Hacker-Community, glaube ich, auch nicht einfach so tun, als würde es sie nicht geben, sondern diese Themen müssen dann auf den Tisch kommen und behandelt werden. Das heißt, wenn der Raum die einzige Wurzel ist, die diese Community hat und das Prinzip, dass man alle inkludieren will, das einzige gemeinsame Prinzip ist, dann glaube ich, braucht es noch was weiteres, um alles zu stabilisieren. Und das sind dann Symbole. Und ich glaube, dass da die Hacker-Community gerade im MetaLab sehr gut ist, darin zu visualisieren, was ihnen wichtig ist. Und nach diesen vielen Debatten im öffentlichen Raum gemeinsame Knowledge Production auch zu visualisieren und nach außen zu tragen. Das alles zusammen, glaube ich, macht einen Raum sehr, sehr widerstandsfähig. Und gerade diese Space-Based Community in Sumatra, die ich besucht habe, die gibt es schon viel länger als alle Konquisitoren, die dort waren. Also in Sumatra, bei diesem Minangkabau waren die
die muslimischen, also Leute, die das übernehmen wollten, dann waren die Holländer 300 Jahre und haben das besetzt, dann waren die Javanesen dort und haben es besetzt und es war einfach immer Besetzung, aber es gibt es immer noch in ihrer Art. Also ich glaube, das ist eine Art von Grassroot, die dann noch nicht so leicht auslöschbar ist. Ja, hier noch ein paar Fotos von Workshops, die wir gemacht haben, in den verschiedenen Räumen. Das war in Taipei, das war in New York, in Damaskus. Das war eine Herausforderung, weil damals 2010, gemeinsam mit Kyra, hat es dort nicht die Möglichkeit gegeben, alles runterzuladen, was bei uns als Open Source downloadbar ist. Das war in Kopenhagen und das war in Yogyakarta in Indonesien. Ja, und also insgesamt waren es über 50 Workshops. Ja, von dem her, ich glaube, abschließend möchte ich noch sagen, nach diesen ganzen Experimenten mit Exklusion, mit Pink Hardware, mit Einzelkämpfertum, mit Ausschlüssen und Einschlüssen, stelle ich mir nur noch jetzt die Frage, wie kann man gesellschaftlich Entscheidungen treffen, wenn man sich wirklich, wirklich keine Isolationen erlaubt von Menschen. Und da würde ich gerne die Diskussion eröffnen. Vielleicht habt ihr Ideen dazu. Ja, genau. Genau, ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Wie üblich gibt es jetzt eben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wer Fragen hat, einfach aufzeigen. Wir kommen dann mit Mikrofon zu euch. Beziehungsweise es gibt auch die Möglichkeit, so einen stillen Mund. Also wenn ihr nicht selber reden wollt, könnt ihr der Claudia hier vorne etwas überreichen oder sie bitten, dass sie zu euch kommt und ihr etwas sagen, was sie dann vor uns allen an uns weitergibt. Genau. Also, eine Frage. Also, ich stelle mir das im Hackerspace so vor, man gibt hier selbst irgendeinen Namen und erscheint dort. Das heißt, ich erscheine dort mit einem von mir, oder jemand erscheint mit einem ihm selbst gewählten Namen, aber eigentlich ja nicht als Person. Also, man hat keine Ahnung, ist der, was weiß ich, wie viel alt, ist der, was auch immer. Ändert das dann nicht irgendwie die Realitäten, die sich da so auftun? Mir ist vor allem aufgefallen, wie du gesagt hast, wegen den Arbeitslosen oder wegen den sonst wie Marginalisierten, die da dann sehr präsent sein können, und zwar nicht mit ihrer jeweils marginalisierten Eigenschaft, sondern als sie selbst und als das, was sie sagen. Also ich könnte mir vorstellen, das verändert dann irgendwie, wie wahrgenommen wird und was jetzt wichtig wahrgenommen wird oder unwichtig. Also ist dem so oder liege ich da falsch? Ah, ich habe jetzt auf das andere Mikro gewartet. In unserem Hackerspace haben wir ja einen gewissen Ausschluss. Es ist ja für Frauen und Transgender in unserem Hackerspace. Also von dem her sind wir eigentlich Strategie Nummer 2 mit dem Separatismus noch und nicht Strategie Nummer 3 mit der Space-Based Community. Ich glaube, dass, aber das ist jetzt reine emotionale Reaktion, ich glaube, es ist sehr, sehr befreiend, ja, jenseits dieser Rollen sich zu begegnen. Aber man kann sich auch nicht der Illusion hingeben, die 90er Jahre mit dem Cyberspace gehabt haben, dass es einen freien Raum gibt, wo man seinen Körper verlässt und sich vollkommen neu erfindet. Ja, weil jeder Mensch hat eine Geschichte, wir haben alle gemeinsam im Nationalsozialismus hier in Österreich als Geschichte, die wir nicht abschütteln können. Also ganz viele Dinge kann man sich auch nicht einfach entledigen. Aber es fällt sehr viel weg, glaube ich, an Hierarchien. Und ja, und ich glaube, dass dann Menschen einfach zu Wort kommen und brillante Sachen von sich geben, die vorher vielleicht nie eine Mucks von sich gegeben haben. Die Erfahrung habe ich gemacht, ganz bestimmt, dass man dann Menschen plötzlich erkennt, die wunderschön sind, die man vorher nicht gesehen hat. Ja. Ich habe gerade nur drüber nachgedacht, weil du meintest, dass die Räume nicht mehr so abgeschlossen sind, sondern das, also die Geschlechtertrennung, sage ich jetzt mal, sondern es dann wieder zusammenwächst oder sich auflöst. Wie siehst du das also in weiterer Form?
Bleibt es dann bestehen, dass es feministische Hackerspaces in Zukunft gibt? Müssen neue Räume entstehen, die jetzt primär im Vorfeld nicht männlich belegt waren? Oder wie siehst du das? In welche Richtung könnte sich das entwickeln in der Zukunft? Ja, ich glaube, es gibt schon ganz stark die Tendenz, dass Menschen ihre eigene Gender Performance versuchen zu erfinden. Ja. Also dass Menschen, die als Männer gesehen werden, sehr wohl 3 Jahre bei ihrem Kind zu Hause bleiben, oder dass Menschen, die als Frauen gesehen werden, sehr wohl einen Konzern leiten, auch wenn ich das nicht machen wollen würde. Aber also ich glaube, es ist eh sehr viel am Auflösen, und deswegen gibt es auch einen irren Backlash, glaube ich, wie Donald Trump, weil sehr viel sich eigentlich verändert international. Also ich glaube, dass sehr viele Gender-Normen bröseln. Und ich glaube, dass in solchen Räumen schon die Möglichkeit dann da wäre, eine eigene Gender-Performance sich zurechtzulegen und seine eigene Subjektposition zu gestalten. Also ich sehe das schon in Workshops, die wir machen, wo ich echt versuche, das ganz klar zu machen, wie destruktiv ich zum Beispiel Gender-Normen finde, und dass ich total die Leute einlade dazu, das jetzt zu brechen, dass dann total Enthusiasmus eigentlich und eine große Energie frei wird, wenn man sagt, okay, und jetzt verlassen wir einfach mal diese ganzen blöden Hierarchien und Strukturen und Grenzen im Kopf. Also ich glaube, dass das Leuten, ja, also ich glaube, dass das eigentlich die beste Art ist, einen kreativen Raum am Leben und brodeln zu halten, dass man immer wieder sagt, okay, wir vergessen mal jetzt das, was normalerweise immer gilt. Weil durch diese, also gerade wenn ich Workshops mache für Menschen, die als Frauen sozialisiert worden sind, die immer gelernt haben, du darfst nicht kaputt machen, du sollst das Handy nicht aufmachen, du sollst nicht den Schaltkreis irgendwie löten oder so, und dann plötzlich darfst du das kaputt machen und du darfst es lösen. Das ist dann einfach, da wird sehr viel Energie frei, ja, wenn du einfach plötzlich über diese Grenze. Also ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Ja, hallo, also danke für deinen voll inspirierenden Talk erstmal. Und meine Frage ist so ein bisschen schon beantwortet worden mit den anderen Fragen, aber du hast gesagt, dass wenn man nichts anderes hat als den Raum, der einen zusammenhält, dann soll man den Raum ein bisschen feiern. Und dann hast du bei der letzten Frage, bei dem, was du gerade gesagt hast, ein paar Beispiele gegeben dafür, wie man so Sachen aufbrechen kann. Kannst du uns vielleicht noch ein paar Beispiele geben, einerseits, wie man so einen Zusammenhalt in einer Gruppe dann schafft, also mit ganz konkreten Beispielen, und andererseits, vielleicht ist das eh dasselbe oder auch was anderes, noch ein paar so Inspirationen geben, wie man das machen kann, dass man eben so mit ganz konkreten Beispielen so diese Energie freisetzt und diese Gemeinsamkeit schaffen. Also ich bin nicht die schon weiß, wo das alles hinläuft. Jeder Mensch hat natürlich andere Limits im Kopf, und deswegen muss jeder Mensch selbst wissen, welche Tabus er oder sie zu brechen hat, um irgendwie einen Raum wirklich nützen zu können und die eigene Identität selbst gestalten zu können oder die Gruppe, mit denen sie sich beschäftigen. Aber konkrete Beispiele, ja, ich glaube Hackathons und viele oder einfach bestimmte regelmäßige Treffen, vielleicht eben wie dieses Treffen, ja, dass bestimmte Leute sich immer wieder begegnen und so eine gewisse Kontinuität von Gesprächen und Kommunikation, Austausch miteinander haben. Das ist schon ein guter Ansatz, ein guter Beginn, glaube ich. Es gibt vom Hakim Bey die Theorie über die Temporary Autonomous Zone, also dass es so eine temporäre autonome Zone gibt für kurze Zeit, wo etwas ganz anderes ausprobiert werden kann. Das muss aber eben auch wieder zeitlich begrenzt sein. Es gibt viele Konzepte, wie das funktionieren kann. Auch von mir danke für den Vortrag. Ich wollte die wichtigste Frage stellen, vor allem auch für die Audio-Zuhörer. Wo ist denn
dieser feministische Hackerspace? Ja, wir sind umgezogen. Wir waren lange im 15. Bezirk, jetzt sind wir auf der Wallensteinstraße im 20. Bezirk. Und wir machen viele Abendveranstaltungen. Wir haben jetzt auch einen Linux-Workshop in den nächsten Tagen. Die Abendveranstaltungen sind für alle genderoffen und die Workshops sind normalerweise für Menschen, die Transgender-Personen sind oder sich als weiblich definieren. Um eben diesen kurzen, sicheren Raum zu schaffen, bevor man dann hinausgeht. Ja. Ah, auch noch eine gute Frage. Miss Baltas als Laboratory.org, ist ein bisschen lang. MZ wie Miss Baltas. Wo habe ich denn das? Ich glaube, ich habe es da nicht. Also, wo? Aber da steht, also es ist so, wie es da Miss MZ Balthasars Laboratory. Es tut mir leid, das ist. Ja, wir sind nicht so die großartigen Twitterinnen dann, aber. Ah, okay, super, danke. Ja, also Miss Balthasars Laboratory.org. Linux Workshop ist am 13. Jänner. Okay, also wir hätten noch Zeit für zwei, drei Fragen. Gibt es noch was aus dem Publikum? Okay, dann sage ich nochmal vielen Dank. Dankeschön. Stephanie. Vielen Dank. Ja.